Willkommen zu Part 6 von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part hatten wir einen ziemlich beschwerlichen Weg zwischen den Bergen durch, bis wir hier endlich im Dorf angelangt sind. Und wir betreten jetzt einfach mal das Dorf und gucken, was auf uns zukommt. Ein paar Leute laufen hier rum. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Sprechen. Coco, heute gibt's Spurt-Gemüsecremesuppe. Sie ist sehr nahrhaft und macht flink. Zumindest heißt es das. Einfach Spurtkarotte, Steinsalz und frische Milch in einen Topf etwas kochen lassen und fertig. Oh, nein! Keine Spurtkarotten mehr da. Ich habe Priko doch heute Spurt-Gemüsecremesuppe versprochen. Ich hole welche. Ich danke dir. Ich brauche auch nur eine Spurtkarotte. Ich warte hier auf dich. Außer wenn es dunkel wird, dann gehe ich nach Hause. Okay. Das ist eine Nebenaufgabe, aber da weiß man noch gar nicht. Habe ich jetzt nur den Tag Zeit oder habe ich auch länger Zeit? Holzpfeil. Natürlich die Keule zerbrochen. Da haben wir ganz viele Arme. Topfdeckel brauche ich nicht. Ja. Ist das? Bäume. Okay. Gucken wir einfach mal weiter. Was haben wir denn da? Wer bist du? Das hier ist Impas Anwesen. Das ist doch der Schikastein. Bist du etwa? Ja, wer bin ich? Bitte verzeiht unsere Unhöflichkeit. Impa hat uns informiert. Bitte tretet ein. Na also, geht doch. Ich habe ziemlich wenig Zelda-Teile davor gespielt. Ich kenne Impa eigentlich nur aus Hyrule Warriors. Ich weiß nicht, in welchem Teil sie noch vorkommt. Aber naja. Paia. Ein Mann! Na, brauchst du nicht gleich weggucken. Oh. Der Schikastein? Seid ihr etwa der, von dem Großmutter immer spricht? Ich habe es nicht vergessen, ehrlich. Ich bin nur etwas nervös. Ich heiße Papaya. Ah, du heißt also Papaya. Puh, endlich ist es draußen. Man sollte meinen, dass ich in der Lage wäre, meinen eigenen Namen zu sagen. Tut mir leid. Schon seit ich klein war, hat mir meine Großmutter von euch erzählt. Bitte, geht hinein. Meine Großmutter, sie wartet schon lange auf euch. Ja, machen wir erstmal eine Tour ums Haus. Vielleicht gibt's ja... Nein, gibt es nicht. Ja, klettern wollte ich jetzt eigentlich nicht. Gehen wir einfach mal rein. Ihr seid so nah. Meine Großmutter wartet im Haus. Bitte geht schnell zu ihr. Warum denn so ängstlich? Ich tu dir nichts. Du bist also endlich erwacht, Link. Es ist lang her. Sehr lang. Ein paar Jährchen mehr hab ich wohl auf dem Buckel. Ich hoffe, du erkennst mich noch.
Was ist? Du siehst mich ja an, als hättest du mich noch nie zuvor gesehen. Ich bin es, Impa. Erinnerst du dich nicht einmal mehr an meinen Namen? Das heißt wohl, du hast tatsächlich dein Gedächtnis verloren. Mhm. Nun, vielleicht ist es in einer gewisser Weise besser so. Link, tritt näher. Vor 100 Jahren, ja, vor 100 Jahren, als das Königreich Hyrule unterging, du standest an der Schwelle zum Tod. Zeldas letzte Hoffnung war, dich in einen heiligen Schlaf versetzen zu lassen. Sie selbst machte sich auf, ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Prinzessin Zelda hinterließ nur eine Nachricht für dich. Seitdem warte ich geduldig hier auf den Tag, an dem ich ihre Nachricht endlich an dich weitergeben kann. Jedoch, wenn ich die letzten Worte der Prinzessin an dich weitergeben soll, dann muss dir eines klar sein. Du musst bereit sein, dafür zu sterben. Doch diese Verantwortung kann ich schlecht jemanden aufbürden, der sein Gedächtnis verloren hat. Wenn du entschlossen bist, die Worte der Prinzessin zu hören, komm noch einmal zu mir. Ja, okay. Ja? Die Prinzessin hat alles riskiert, um dir diese Botschaft zu hinterlassen. Wenn du nicht fest entschlossen bist, kann ich sie dir nicht übermitteln. Bist du bereit, für sie zu sterben? Aber natürlich bin ich dafür bereit zu sterben. Sieh an, sieh an. Du magst dein Gedächtnis verloren zu haben, aber du bist immer noch derselbe. Wenn es darum geht, das Richtige zu tun, ist auf dich stets Verlass. Mhm. Gut. Da du dein Gedächtnis verloren hast, sollte ich dir wohl alles von Anfang an erzählen. Das Königreich von Hyrule wurde seit uralten Zeiten immer wieder von einer unheilbringenden Verheerung namens Ganon heimgesucht. Doch stets erschienen auch ein Jüngling mit der Seele des Helden und eine Prinzessin mit dem Blut der Göttin. Jedes Mal, wenn unsere Welt bedroht wurde, gelang es diesen beiden mit vereinten Kräften, das Böse zu besiegen. Aus jedem dieser Kämpfe gegen Ganon ging eine neue Legende hervor. Doch dann, vor 10.000 Jahren, wollte man diesen ewigen Kreislauf der Geschichte nicht länger hinnehmen. Hyrule hatte sich zu einer Hochkultur entwickelt, in der die Angst vor Monstern und Magie endlich der Vergangenheit anzugehören schien. Und so beschloss man, dem Helden und der Prinzessin jener Zeit mit Hilfe technologischer Wunderwerke zu helfen. Das Ziel dieses Plans war, die Verheerung Ganon für alle Zeiten zu versiegeln. So entstanden vier gigantische Titanen, die von einem Piloten gesteuert werden sollten. Zudem wurde ein ganzes Heer von automatischen Kampfmaschinen erschaffen, die Wächter genannt wurden. Als Piloten der Titanen wurden aus den Völkern Hyrules vier herausragende Krieger ausgewählt. Nachdem all diese Vorbereitungen abgeschlossen waren,
fühlte man sich Ganon gegenüber gewappnet. Als nun die Verheerung tatsächlich wiederkehrte und Hyrule angriff, erhob sich ein mächtiges Heer an der Seite des Helden und der Prinzessin gegen Ganon. Eine schier unermessliche Zahl von Wächtern rückte vor und stellte sich schützend vor den Helden. Die gottgleichen Titanen entfesselten ihre Energien und zwangen das Böse in die Knie. So gelang es dem Helden, Ganon mit dem heiligen Bandschwert niederzustrecken. Und die Prinzessin besiegelte sein Schicksal mit der Kraft ihres königlichen Blutes. Hundert Jahre ist es nun her, um uns auf die prophezeite Wiederkehr Ganons vorzubereiten, folgten wir dem Vorbild der 10.000 Jahre alten Legende. Doch das Ergebnis war nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Wir hatten seine Macht unterschätzt. Um diesen Fehler nicht zu wiederholen, hinterließ die Prinzessin dir die folgenden Worte. Befreie die vier Titanen! Ja, alles klar. Nein, Spaß beiseite. Vier Titanen? Die vier Titanen, so nennen wir die antiken Kriegsmaschinen der Shikar. Sie wurden von den vier Recken gesteuert, bevor sie Ganon zum Opfer fielen. Daruk vom Stamme der Goronen steuert den Titan war Rudania. Revali von den Orni kontrollierte war Medo. Der Titan von Mippa, der Zora, nannte sich Varuta, und Urbosa von den Gerudo steuerte war Naboris. Ohne die Macht der Titanen wäre es aussichtslos, sich Ganon entgegenzustellen. Vor 100 Jahren wurden sie uns von Ganon entrissen. Jetzt ist die Zeit gekommen, sie uns zurückzuholen. Bei den vier Völkern, die auch heute noch in Hyrule leben, findest du vielleicht Hinweise auf ihren Verbleib. Mann, die hätten das auch alles vertonen können. Das Licht des Shikar-Steins wird dir den Weg weisen, dorthin, wo du die Anführer der Völker treffen wirst. Die vier Titanen, neuer Zielpunkt. Doch, dein Shikar-Stein ist nicht vollständig aktiv. Prinzessin Zelda hat ihn dir hinterlassen. Für dich ist er Wegweiser und Gedächtnis in einem. Ich frage mich, vielleicht kannst du im Institut für Antikenforschung in Hateno Hilfe bekommen. Okay, Hateno. Der leuchtende Punkt im Osten ist Hateno. Das ist eines der wenigen Dörfer, die von der großen Verheerung weitgehend verschont blieben. Zeldas Vermächtnis. Du bist Zeldas? Nein, ganz Hyrules einzige Hoffnung. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Folge deinem Herzen und erfülle dein Schicksal. Impa die Weise geschafft. Mensch. Versuchen, die Stimme zu imitieren, ist ziemlich schwierig.
Es wäre einfacher gewesen, wenn sie komplett vertont hätten. Aber naja. Untersuchen. Das scheint Pajas Tagebuch zu sein. Es sieht noch neu und kaum gebraucht aus. Lesen. Vor 100 Jahren wollten die Großmutter Zelda und Tante Pura eine Vorsorge für die kommende Zeit treffen. Also schickten sie einen jungen Ritter in einen langen Schlaf. So hat die Großmutter es mir erzählt. Der Name dieses Ritters war Link. Bis zum heutigen Tag wartet die Großmutter auf die Rückkehr dieses Mannes. Auch ich bete dafür, dass er recht bald zu uns zurückkomme. Für Hyrule und für die Großmutter. Aha. Naja. Geduckeguckt, wieder runter. Na, was machen wir denn da? Boden putzen. Toll. Gut. Raus hier. Ist ja auch geil. Man kann nahtlos in das Gebäude rein und es muss nicht erst geladen werden. Das ist das Geile an der Open World. So. Die Frage ist, da oben ist ein Klamottenladen. Sieht man unten auf der Minikarte. Hier gibt es Kleider. Himba. Die Boutique Zwei Früchtchen heißt sie. Willkommen. Besuchen Sie. Oh, hui, du gefällst mir. Genau mein Typ. Und dann trägst du auch noch einen Schikastein am Gürtel. Moment mal. Ein Schikastein? Das ist doch so ein tolles Ding, das nur ganz wichtige Leute haben. Ich verstehe zwar nicht viel von dem ganzen Zeug, aber du bist irgendwer ganz Wichtiges, oder? Ja. Sehr wichtig. Boah. Krass. Will haben. Okay. Clary. Willkommen in der Boutique Zwei Früchtchen. Der Ninja-Anzug dort ist der Renner der Saison. Damit kannst du dich absolut lautlos fortbewegen. Ein Muss für jeden, der regelmäßig jagen geht. Dafür ist die Schutzwirkung nicht besonders hoch. Klitzekleiner Nachteil. Okay. Ninja-Anzug oder richtige Rüstung? Heiliger Wand. Robustheit und hohe Beweglichkeit machen dieses Gewand bei Reisenden in Hyrule beliebt. Oh, der ist auch viel teurer. Dann nehmen wir auf jeden Fall mal die Kapuze. Gekauft. Tasche öffnen. Ausrüsten. Cool. Dann nehmen wir noch das Heiligergewand. Gute Wahl. Dies ist unser Modell Heiligergewand zum einmaligen Preis von 120 Rubin. Klingt gut. Nehmen wir. Danke. Wenn du das Material richtig pflegst, wirst du lang Freude daran haben. Okay, die Hose habe ich schon. Sieht auf jeden Fall geil aus. Das ist schön, dass man so richtig mal den Charakter anpassen kann. Gibt es auch einen Rucksack? Oder untersuchen? Gerüchteküche. Ausgabe 1. Hallo, hier ist eure Kletis, Königin von Klatsch und Tratsch. Haltet ihr auch alle eure Ohren offen für die neuesten Neuigkeiten? Hier ist, was ich heute für euch herausgefunden habe. Der Liebesteich. Ein legendärer Ort, an dem man angeblich den Partner fürs Leben finden kann. Es lohnt sich, ihn zu suchen, auch wenn es lebensgefährlich ist. Kletis Empfehlungspunkte.
5 Sterne. Aha. Clary? Ich möchte verkaufen. Nein. Nein. Ach. So, jetzt aber. Mal rüber. Erstmal mein altes Hemd verkaufen. Dann noch die alte Hose verkaufen. Was haben wir noch hier? Burgblindhörner können wir verkaufen. Ich wollte eigentlich ein paar mehr auf einmal verkaufen. Für 32 verkaufen wir mal. Gut. Aber jetzt hätte ich noch gern gewusst, Clarko. Der Marke Clarko. Bist du stets im Trend Clarko? Clary Collection. Ah. Oder Clary Kollektion. Ich stehe voll und ganz hinter jedem einzelnen meiner Meisterstücke. Jedes davon hat ganz besondere Eigenschaften. Am besten, du siehst sie dir alle einmal an. Wiedersehen. Gut, ist ganz schön teuer, aber könnte man sich im Nachhinein auch irgendwann holen. Ninja-Hose. Naja. Wir lassen es erstmal dabei. Wo geht's denn weiter? Okay, da bin ich hergekommen. Was sagt er? Melus Pflaumgarten. Betreten verboten. Na, dann lassen wir das mal. Alter, was macht der denn da? Ah, sehr gut getroffen. Kangis, Verzeihung, reist du ebenfalls? Mein Herz schlägt für die Malerei, musst du wissen. Auf der Suche nach schönen Landschaften reise ich durch die Welt. Ich habe gehört, dass sich in diesem Dorf eine Quelle einer großen Fee befinden soll. Angeblich ist diese Quelle nicht nur eine Augenweide, sondern verleiht auch geheimnisvolle Kräfte. Mehr wollten die anderen mir aber nicht verraten. Weil ich so lange auf Reisen war, behandeln sie mich wie ein Fremden. Aber das schreckt mich nicht ab. Wenn ich etwas herausfinde, lasse ich es dich wissen. Okay. Quelle. Beten. Ah. Aber warum hat das Ding Sabberlatz? Mann, Mann, Mann. Man muss auf jeden Fall nicht wieder zu der Zitadelle der Zeit, sondern kann auch hier die Zeichen eintauschen. Was ist das hier? Ah, vielleicht. Ah, nee. Ich glaube nicht, dass. Oder doch. Spurtkarotte. 1. Abgemacht. Was haben wir hier? Eier, Ziegenbutter, Bockblindherz. Aber ich will was anderes. Hier. Ich habe Priko versprochen, ihre Spurt-Gemüsecremesuppe zu kochen und dann vergessen, Spurtkarotten zu besorgen. Ich muss mich doch um sie kümmern. Halt! Was ist das? Ich rieche Spurtkarotten.
Ja, reine Einbildung. Nee. Bitte sehr. Extra nur für dich. Eine Spurtkarotte. Danke, vielen, vielen Dank. Jetzt kann ich für Priku kochen. Auf geht's. Ich muss sagen, das ist mir wirklich gut gelungen. Hier bitte, dein Anteil. Spurt Gemüsecremesuppe. Das kann ich aber besser. Ich werde weiter kochen, bis ich eine so gute Köchin wie meine Mutter bin. Geschafft. Naja. Dann gab es ein Süppchen halt dafür. Wofür ist denn... Ah, Übernachtung bestimmt. Geil. Ja! Rennen wir mal... raus aus dem Dorf. Oder... Kürbisse? Zwischen 7 und 17 Uhr. Okay. Das erinnert mich an Twilight Princess, wenn man in dem Laden den... Wer hat das nochmal verkauft? So ein komischer Vogel da. Genau, das war so ein Papagei. Und wenn man in dem Laden seinen Trank aufgefüllt hat und nichts in die Kasse geworfen hat, dann hat der Vogel einen angegriffen. Das haben sie hier anscheinend nicht möglich gemacht. Sondern einfach nur gesagt, so, wenn du das jetzt nimmst, kommst du in Schwierigkeiten. Also kannst du es nicht nehmen. Wäre lustig gewesen, wenn dann so ein Farmer mit einer Mistgabel hinter einem herrennt, wenn man so einen Kürbis klaut. Okay, ein Gebäude ohne Sinn. Wahrscheinlich ist das schon wieder düster. Nachts sind die Wege gefährlich. Pass gut auf dich auf. Danke für die Info. Da glänzt was. Eine Hacke. Kennen wir doch schon. Na, wer ist das? Hi! Bugri. Hey Bursche. Bist du auch ein Bergsteiger, so wie ich? Immer wenn ich die Felswände hier in der Gegend sehe, gerät mein Blut in Wallung. Ich klettere immer noch äußerst gerne, musst du wissen. Übrigens, ich biete auch einiges zum Verkauf an. Tolle Sachen, die ich auf meinen Reisen aufgesammelt habe. Dann zeig mal deine Ware. Das hier ist mein Verkaufsschlager. Zutaten, die die Ausdauer verbessern, sind das A und O für jeden Reisenden. Ausdauerbarsch. Nehmen wir einen Ausdauerbarsch. Und die Ausdauerkrabben holen wir uns auch mal. Gut, weiter geht's. Schade. Den Käfer hätte ich gern eingesammelt. Mal gucken hier. Gehe ich auf die Hacke. Steinsalz. Universalgewürz.
alle down hier. Das zappelnde Händchen. Oh. Den Frosch. Den erwische ich vielleicht. Nein, nicht abhauen. Ha! Habe ich. Sprechen. Broccola. Warum nicht gleich Brokkoli? Schöne Tasche hast du da. Trägst du darin viel Erz mit dir herum? Tu das nicht. Höre meinen Rat. Erstens beulst du deine Tasche damit aus. Und zweitens entgeht dir ein Riesenschotter, wenn du das Zeug nicht verkaufst. Ah. Wenn ich das Erz bis jetzt nicht verkauft hätte, dann wüsste ich spätestens jetzt, dass es zum Verkauf da ist. Das kommt 100% dahin, aber... Ha! Wieder ein Grog-Rätsel. Habe ich mir doch gedacht. Ui, du hast mich entdeckt. Das sind aber schöne kleine Rätsel. Haben wir denn da? Ziegenbock. Ein Schuss hat gereicht. Ich höre hier irgendwas. Was ist hier los? Oh. So, was machen wir jetzt? Was ist denn jetzt los? Link. Link. Sei auf der Hut. Die Nacht des Blutmondes. In dieser Nacht ist Ganons düstere Magie am stärksten. Sie verleiht den verlorenen Seelen der Monster wieder eine fleischliche Gestalt. Link. Sei auf der Hut.
Oha. Meine Güte. Das ist also die Erklärung dafür, warum die Gegner dann wiederkommen, oder was? Nacht des Blutmondes. Wie kriege ich die drei jetzt am schnellsten down? Feuerpfeil. Zerbrochen. Na? Ich krieg euch schon. Sag ich doch. Das waren drei blaue, die sind ein bisschen schwerer down zu kriegen. Waffentasche ist voll. Ja, dann müssen wir nochmal die Tasche entleeren. Und was ist da drin? Maronus Rasseln. Was ist denn das? Also es wäre jetzt interessant, wenn das so Rasseln wären, dass man, wenn man zu einem Grog-Rätsel kommt, dass die anfangen zu klappern, sodass man merkt, okay, da ist ein Rätsel. Das wäre natürlich sehr interessant. So, da hinten zappelt ein Baum. Vielleicht ist das sogar dieser Maronus. Oho! Maronus, oho! Du kannst mich sehen! Natürlich sehe ich dich. Toll, toll, toll! Oho! Es ist schon 100 Jahre her, dass mich jemand gesehen hat. Ich bin Maronus. Ich brauche unbedingt Hilfe, aber niemand konnte mich sehen. Bitte, bitte, hört ihr meine Geschichte an.